Servus Bernhard von den Cube-Ridern, Alexander und Chris. Wir grüßen euch aus Nauders. Wir haben hier die Nacht verbracht, nachdem wir gestern tatsächlich, also ich habe ganz schön gepumpt, der Aufstieg von der Altfinstermünz mit 15% auf dem Schotterweg der alten Römerstraße war hart. Der Aufstieg zur Norbertshöhe durch die Elfkern, mein lieber Mann, das hat sich gescheit hinzogen. Also ich war froh, als wir oben waren und als wir dann in Nauders zur Ruhe kamen. Wir haben in Altnauders ein fantastisches Tiroler Gröstl genossen. Das war der absolute Hit. Jetzt machen wir uns auf den Weg, wieder bei traumhaftem Wetter, Reschenpass zum Reschensee rauf und dann rollen wir gemütlich runter durch den Finchgau bis in unser heutiges Quartier, das Hotel Panorama in Castelbell. Auf geht's! Die Tour hier beim Reschenpass in den Finchgau ist sehr beliebt und demzufolge frequentierter als das, was wir bisher an Touren erlebt haben. Gewaltig. Von vorne ist das Gefühl, du fährst gegen eine Gummiwand, dann drückt er zwischendurch von der Seite, kommt in Böen. Also der macht es uns heute recht schwer. Das ist heute ein harter Kampf gegen den Wind hinauf zum Reschensee. Ja, jetzt haben wir die Grenze überquert. Von Österreich nach Italien und sind auf unserer Transalp ein gutes Stück weitergekommen und radeln jetzt Richtung Finchgau. Wir fahren parallel zur Reschenpassstraße durch herrliche Landschaft. Genug abseits von der Straße, dass wir A sicher unterwegs sind und B deutlich weniger vom Verkehrslärm mitkriegen. Aber auf etwa 1500 Meter Höhe im Moment. Hier oben bläst der Wind aber mal so richtig.
ist ein trauriger und schockierender Anblick. Der Reschelsee ist praktisch leer. Habe ich noch nie gesehen. Jetzt ein wunderschöner Radweg entlang am herrlichen Reschelsee war, mutet im Moment an wie eine bisschen unvorstellbare Dystopie. She speaks Italian. Unterhalb des praktisch leeren Reschensees radeln wir jetzt hier entlang am Heidersee, der ist voll. Wenn man hier kurz den Gedanken gehabt hätte, man könnte mal reinspringen zur Erfrischung, saukalt. Insofern definitiv nichts empfehlen. So, den Heidersee haben wir passiert. Jetzt wollen wir auf einem herrlich ausgebauten Radweg in den Wind schauen. Thank you.
mal wieder im Einkerschung. Wir haben den Rechenpass hinter uns gelassen, sind am Rechensee entlang gefahren und sind jetzt in einem super schönen Café eingekehrt. Genuss am Platz. Hier haben wir schon mal, ja gerne, hier haben wir schon mal einen Topfenstrudel gegessen mit Marille. Und sowas kriegen wir bestimmt hier wieder. Der Marillenstrudel, den hatten wir schon und der ist fantastisch. Ja, das haben wir uns jetzt verdient. Das war deutlich steigiger als gedacht. Und deswegen sitzen wir jetzt hier am Platz und genießen einen Strudel und einen Cappuccino. Wir rollen durch den Finchgau, rechts von uns ist die Edge. Wir haben Burggrief hinter uns gelassen und rollen jetzt nach Glurn. Wir radeln ganz gemütlich durch diese wunderbaren Apfelplantagen, die überall hier im Finchgau zu finden sind. Das Wetter hat sich ein ganz kleines bisschen verschlechtert. Einige Wolken am Himmel, aber nach wie vor, Gott sei Dank, kein Regen in Sicht. Wir gehen mal ganz stark davon aus, es wird trockenen Fußes bis ins Hotel Panorama kommen und freuen uns drauf. Dabei.
Wir sind 16 Kilometer vor Castelbell. Eben hat sich meine Kette kurz verabschiedet, hing einmal lose runter. Die haben wir jetzt wieder draufgepackt, aber es scheint was vorne am Ritzel zu sein. Heißt, wir fahren jetzt mit allerhöchster Vorsicht und hoffen, dass wir die 16 Kilometer noch packen. Schauen wir mal. Altbekannte Strecke für uns. Herrlicher Platz zum Einkehren hier. Forellenteichanlage. Hier kann man auch sehr gut einen kleinen Snack nehmen. Wir kämpfen uns bergab. Diesmal ist es tatsächlich so, dass der Kampf gegen den Wind genauso heftig wie bergauf ist. Wenn man den Passstraßen folgt und nach oben fährt, ist es ziemlich anstrengend. Und diesmal fahren wir bergab und müssen trotzdem kämpfen, weil der Wind so dermaßen stark ist, dass es echt anstrengend ist, dagegen anzufahren. Der Kamineffekt im Finchgau. Wohl bekannt und wir kriegen ihn voll ab. Unser Schloss. We made it! Das ist das Ziel unseres zweiten Abschnitts, Castelbell im Finchgau. Hier bleiben wir jetzt erstmal 14 Tage und lassen es uns so richtig gut gehen. Nach unserer ersten Alpenüberquerung, die wir auch schon ganz schön in den Beinen spüren, brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Also, wir fahren ein ins Dorf Castelbell. Es ist bezaubernd. Panorama. Jawohl, unser Hotel. Jaha!
Ist das zu fassen? Sakrale. We did it! Ich sei es hier wahnsinnig. Total. So, wir sind gerade angekommen in Castelbell, im wunderbaren Genusshotel Panorama, geführt von der Familie Raffiner. Die Jasmin Raffiner hat uns gerade so liebevoll begrüßt und in den Arm genommen. Es ist für uns Heimkommen hier. Wir haben in Summe jetzt etwa 700 Kilometer in den Beinen. Es war eine wunderschöne Tour, ein bisschen anstrengend und fordernd zwischendurch, aber in Summe schlicht und ergreifend grandios. Das heißt, unsere Alpenüberquerung, das war jetzt der zweite Abschnitt bis nach Castelbell, haben wir erfolgreich und in jeder Hinsicht stressfrei und ohne irgendwelche Schwierigkeiten hinter uns gebracht. Das Wetter war die ganze Zeit famos, also wir haben ein Riesenglück gehabt. Jetzt werden wir einmal für zwei Wochen hier bleiben, werden ein bisschen wandern gehen, werden ein bisschen radeln, werden zwischendurch das eine oder andere Video machen, euch teilhaben lassen und ansonsten hier genießen und uns von Raffiners verwöhnen lassen. Servus.